Hallo und herzlich willkommen im Wald. Vielleicht kennt ihr die Technik schon, die gleich kommt. Ich bin übrigens so nah rangezoomt, weil ich mit dem lichtstarken Objektiv arbeite, weil es ist schon ziemlich dunkel und das ist eine Fixbrennweite und die hat nur diese Brennweite. Das heißt, ich muss das Stativ weiter wegstellen, wenn ich weniger groß im Wild sein möchte. Ne? So, jedenfalls, was ich euch kurz zeigen wollte, wie man mit einem Firesteel, wo ist er? Da ist er. Und einem Stock, irgendein möglichst trockener Stock, den man im Wald halt aufgesammelt hat, kann man zum Beispiel finden unter irgendeinem Nadelbaum, wo es einigermaßen trocken ist. Da hängen oft auch welche dran. Da könnte man sich theoretisch was abbrechen. Ich sage jetzt theoretisch, weil praktisch ist es verboten, aber theoretisch, ne? Was man ohnehin sowieso nicht darf, ist im Wald rumzündeln. Also legalitätstechnisch ist ja alles so ein bisschen sehr grau, ne? Um nicht zu sagen, ziemlich dunkel. Ja, aber jedenfalls, das ist eine relativ oft gezeigte Technik, dass man aus einem stinknormalen Stock ohne Zunder trotzdem sich ein Feuerchen machen kann, wenn man nur einen Firesteel zum Anzünden dabei hat und was man dann halt sonst noch braucht, ist ein Messer. So, und wie macht man das? Naja, am besten hat man dann noch irgendein Tuch oder ähnliches. Das kann man dann nämlich hoffentlich irgendwo schön auf sich selber ausbreiten. Und dann macht man Folgendes. Man nimmt sein Tuch und seinen Stock und halbiert den Stock erstmal so ein bisschen, na, so ungefähr, damit man nach Möglichkeit zum inneren Kernholz kommt. Und was man dann macht, sind diese berühmten Feathersticks bzw. Löckchen. Also mit wenig Druck und der Messerspitze dann da einfach solche kleinen, winzigen Löckchen eben entsprechend produzieren. Wenn man das 60 Milliarden Mal irgendwann mal gemacht hat, dann sehen die irgendwann auch noch schöner aus als bei mir. Grundsätzlich ist es auch nicht verkehrt, wenn die schön ausschauen. Aber zwingend erforderlich ist es jetzt, denke ich, auch nicht. Also auch wenn ihr da irgendwelche wild zusammen gedrehten Löckchen produziert, funktionieren tun die auch, ne? Und ich muss gestehen, ich habe jetzt auch noch nicht 6 Milliarden Feathersticks gemacht, weil ich diese Technik selten benutze und ich bringe sie mir gerade quasi selber bei. Und deswegen eben dieses Video, weil ich das mit euch sozusagen teilen möchte, wie das geht. Das ist jetzt nicht so schwer, ne? Und das sieht dann ungefähr so aus. Jetzt müsst ihr ein bisschen näher rankommen. Wie gesagt, ich habe ja keinen Zoom, ne? Da kann man es sehen. So schaut das dann aus. Und davon brauchen wir jetzt, ich sag mal, damit es dann auch wirklich funktioniert, so 1 bis 2 Handvoll. So, und das mache ich jetzt mal. So, bin fertig. Folgendes, so schaut das jetzt aus. Kann man sehen, kann man nicht sehen. Jetzt kann man es sehen. Ja, also so schaut das, wie gesagt, jetzt aus. Das ist jetzt ein bisschen wenig. Da könnte man auch gut und gerne noch mehr nehmen. Ich muss die Hand drauf lassen, weil es geht gerade Wind. Könnt ihr vermutlich auch auf der Kamera hören, ich weiß es nicht. So. Ich würde jetzt das so machen, da gibt es jetzt natürlich noch bessere Techniken, aber ich bin ja auch ein schlechter Handwerker, ne? Und kein besonders technisch begabter Mensch. Deswegen presse ich das mal ein wenig zusammen, dann ist es kompakter. Da soll zwar auch noch Luft rangehen, aber so kriegt man es nicht so schnell auseinander mit dem Feuerstahl. Und jetzt mache ich jetzt Folgendes. Also ich, ne? Wie gesagt, wer das besser kann, das ist schön. Aber ich will ja zeigen, wie es für Leute wie mich geht. Ja? Also Leute, die nichts können und es trotzdem aber hinkriegen. Wenn sie es lange genug versuchen und wissen, wie es geht. Und zwar mache ich ordentlich Feuer. Und wenn man nämlich ordentlich Feuer macht, dann bekommt man auch tatsächlich, ja, Feuer. Ne? Klingt komisch, ist aber so. Und jetzt muss man nur noch gucken, dass einem das wirklich auch anfängt, schön zu brennen. Das ist jetzt der Fall. Und im Idealfall hat man dann noch ein ganz paar kleine Stöckchen griffbereit. Habe ich jetzt natürlich wieder nicht, ne? Weil ich bin ja wieder mal nicht vorbereitet. Und kann dann ein paar ganz kleine Stöckchen da drauflegen, die natürlich sehr trocken sein sollten. Nach Möglichkeit. Ja. Und das ist halt nicht so einfach mit diesen vergleichsweise
miesen Zunder dann wirklich was angezündet zu kriegen. Das war jetzt auch nicht so trocken, was ich da jetzt draufgeschmissen habe. Tja, vorbereitet hätte man sein sollen, ne? Ja gut, aber wir haben immerhin mal eine Flamme, ne? Das sieht man ja. Das sieht man ja. Und ich mache es jetzt nicht nochmal. Nur weil ich jetzt keine trockenen Stöckchen griffbereit hatte. Böser Ben. Böser Ben. Nächstes Mal schöner vorbereiten, ne? So. Ja, das war's auch schon. Aber das Prinzip ist verstanden, denke ich. Ihr müsst wirklich halt dann gleich was griffbereit haben, damit ihr dann gleich was richtig Schönes, Kleines, Feines, Trockenes vor allen Dingen, das ist ja irgendwas, was ich gerade vom Waldboden aufgehoben habe, dann direkt drauf schmeißen könnt. Dann funktioniert die Sache ganz erheblich besser. Okay, ich geb's auf. Jo, also ich hoffe trotzdem, das Prinzip ist verstanden. Müsste ich jetzt halt nochmal machen und beim nächsten Versuch müsste ich halt jetzt nochmal einen Haufen Chips produzieren und beim nächsten Versuch müsste ich mir dann wirklich halt vorher ein paar wirklich dünne, wirklich trockene kleine Ästchen eben entsprechend bereitlegen und nicht irgendwas draufschmeißen und gucken, dass man wirklich vorher die Chips schön zu einem Haufen formt. Ihr habt es ja sicher selber gesehen, dann könnt ihr jetzt mal aus Ben scheitert versuchen, eigene Schlüsse zu ziehen und das sind so meine diesbezüglichen Experimente, ne? Also normalerweise kann ich sowas nicht, weil ich bin ja blöd, aber auch bei mir klappt es fast. Wisst ihr was, wir versuchen es nochmal. Ich habe hier noch ein Häufchen, ein kleines Häufchen habe ich noch und ach kommt, wir versuchen es nochmal. Wir nehmen den Feuerstahl, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn und versuchen es einfach nochmal. Jo, jetzt formen wir das zu einem schönen Häufchen und wisst ihr, was ich wieder nicht habe? Wieder keine kleinen trockenen Äste. Wieder nicht. Ja, aber ihr seht, das Anzünden ist nicht so das Problem. Das Problem ist eher, dass man dann wirklich gleich was hat, was man drauflegen kann, was dann auch halbwegs eben eine Chance hat, anzubrennen von diesem bisschen Feuerchen hier. Ja, das sieht jetzt schon besser aus. Ja, man darf halt nicht zu früh aufgeben, ne? Ich kann jetzt auf diesem Stein sowieso kein großes Feuer machen. Jetzt kommt natürlich der Wind, das ist jetzt suboptimal. Ist noch zu früh für Wind. Man braucht erst Glut, bevor man Wind brauchen kann. Och Mann. Ja, den Wind, den konnte ich jetzt gar nicht brauchen. Aber es ist noch nicht vorbei. Da kommt da schon wieder der Wind. Du Wind, du Wind. Du blödes Rind. Wobei Kühe gar nicht mal so doof sind. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Kühe dumm wären. Ja. Na toll. Werfe ich in meiner Verzweiflung schon Eiche drauf. Auch wieder was ich falsch mache. Man sollte, selbst wenn die jetzt vergleichsweise trocken ist, nicht als allererstes Eiche drauflegen. Ihr könnt vielleicht sehen, an der Eiche raucht so ein ganz kleines bisschen. Ich kann, wie gesagt, leider nicht anzoomen und näher die Kamera ranstellen. Will ich aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen nicht. Ja, aber jetzt hat es geklappt, ne? Also das könnte man jetzt, wenn es auf ebenem Boden stehen würde und nicht auf diesem Stein, dann könnte man da draus jetzt ein Feuerchen machen. Ich würde jetzt behaupten, das ist möglich. Im Übrigen hat es heute schon geregnet und gestern hat es viel geregnet. Wir haben hier also jetzt nicht, und es ist Februar, wir haben hier also nicht so optimale Bedingungen, ne? Also normalerweise, wie gesagt, hätte ich jetzt Holz vorrätig, hätte ich jetzt mehr draufgelegt. Und dann wäre das jetzt überhaupt kein Problem gewesen. Wenn ich jetzt wirklich ein Feuer machen wollte, will ich ja gar nicht. Ich will hier nur zünseln. Dann hätte das geklappt. So, das ist jetzt nicht ganz so kurz gewesen, wie ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Also eigentlich sollte das jetzt 3 Minuten dauern und dann auch schon wieder vorbei sein. Aber ja, der ist nämlich scharf. Es ist schon sehr dunkel, deswegen
hat da der Autofokus etwas Schwierigkeiten. Jedenfalls, ja, das soll es gewesen sein. So kann man also auch ein Feuer anmachen, wenn man keinen Bock hat, Zunder zu suchen oder keinen dabei hat. Es ist ein bisschen aufwendiger, es macht aber Spaß. Und beim Feuermachen gilt ja sowieso... je komplizierter es gewesen ist, desto mehr freut es einen, wenn dann doch was brennt. Ich bin immer noch nicht in der Lage, diesen ollen Bowdrill hinzukriegen und schon gar nicht irgendein Handdrill. Aber so langsam werde auch ich, ne, irgendwie mal ein bisschen besser. Und mit Zunder ist ein Feuermachen überhaupt kein Problem inzwischen mehr. Für mich. Ne? So, das wäre es gewesen. Mach jetzt gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. By the way, eine Sache noch, den ganzen Stress mit dem Feuerchen habe ich mir jetzt primär deswegen gemacht, damit ich hier meine Fackel anzünden kann, damit ich Beleuchtung habe für das nun folgende Laber-Video, weil ich wollte ums Verrecken jetzt meine Fackel nicht mit dem Feuerzeug anzünden, das wäre natürlich auch gegangen, aber so war es jetzt cooler und in diesem Sinne sehen wir uns dann jetzt gleich beim nächsten Laber-Video bzw. ja, Vortrag, ne? Aber jetzt wirklich tschüss. Also für dieses Mal. Für mich nicht, für mich geht es jetzt weiter.